Again, with Heart Over Me. Heute habe ich einen besonderen Gast hier und wie immer möchte ich dich fragen, dich vorzustellen. Hallo, ich heiße Gabriel Hemmler. Ich spreche euch aus Neuseeland. Man kann sagen, ich spreche jetzt Deutsch, insofern ich könnte mehr für die deutschsprachige Publikum sprechen. Ich könnte sagen, für als Deutsch, für Deutschsprachige, ich bin ein, ich habe Deutschland geflüchtet. Ich habe in Deutschland der Mauerspringer gemalt auf Berliner Mauer, welche war eine Form, es war ein Bild, welches hat symbolisiert die Freiheit oder der Wunsch, auf der andere Seite zu gehen. Und dieses Mal, ich bin auf der andere Seite von der Planet gekommen, in Neuseeland. Ich habe das Bild. Ich habe 30 Jahre Karriere als Maler. Ich habe begonnen, ich habe in Paris studiert, aber auch in Budapest. Ich habe meine Karriere begonnen in Paris und die Hauptteil von meiner Karriere in Berlin gemacht. Und nur seit 10 Jahren in Neuseeland, in Wellington. Kann ich dich fragen? Du bist ein sehr berühmter Maler. Aber wenn ich jetzt frage, was ist das Hauptziel deines Lebens? Wer bist du? Heute habe ich, ich war in mein Studio und ich habe ein Porträt gemalt oder ein Gesicht gemacht von Hotari, welcher ist ein neuseeländisches Maori-Künstler, welche habe ich eine Landschaft inszeniert. Und ich kann sagen, die Tiefe von meinem Leben, es ist, in die Leinwand zu sein. In Leinwand oder auf die Mauer, auf alle Support, wo ich kann malen. Wenn ich male, ich verliere mich und ich bin nur Farbe. Und es ist großartig, Farbe zu sein. Nicht mehr dieses Angst, warum man ist oder man wäre tot einen Tag. Aber wenn man malt, man isst. Das ist mein Gefühl. Und deswegen liebe ich, riesiges Fresken zu malen. Ich kann richtig mal reinkommen. Und das ist großartig, nur ein Teil von seinem eigenen Gemälde zu sein. Also ich sehe dich jetzt, ich zeige gerade auf dem Bildschirm, dich der Mauerspringer. Als Mauerspringer. Ist das du oder wer ist das? Der Mauerspringer, es ist eine Figur, welche springt über die Mauer. Und es ist für mich der, ich sage das in Englisch, der Human Potential, der menschliche Eigenschaft. Es ist alle Berliner, alle Menschen, welche träumen, überzuspringen. Ich denke, dass es ist ein der wichtigsten Elemente auf der Berliner Mauer, weil die Berliner haben sie selbst wiedererkannt in die Mauerspringer. Ich habe nicht gewünscht, mich zu malen. Ich bin nicht so wichtig. Was ist wichtig? Es ist die Menschheit, wo ich lebe. Und das sind die Deutschen, welche träumen, von die andere Seite zu gehen. Du sagst, dass du die Farbe bist. Du gehst in den Farben aus. Das heißt, ist das auch eine Farbe? Die Farbe bedeutet für dich was Besonderes? Zum Beispiel jetzt der liebe Mann, der hatte eine rote Jacke und blaue Hosen. Ja. Hat das eine Bedeutung? Ja, aber ich denke, und er hat ein Tennis. Okay. Er hat ein blaues Tennis, welche, und er hat Krawatte. Ja. Es ist, ich glaube, dass es ist komplizierter zu sagen, fast du steckst die Finger, wo ich will, mag nicht gern gekritzelt sein. Ja, er hat die rotes Hemd, der
revolutionäres rotes Hemd, aber er hat die Krawatte von der guten Beamte. Ah. Aber er springt Richtung, in Wahrheit, es war sehr lustig, weil alle haben dieses Bild so interpretiert, er flüchtet von dem Kommunismus. Mhm. Aber in Wahrheit, wenn man sieht dieses Bild über den Platz, wo er ist, er spricht von West-Berlin nach Ost-Berlin. Ja. Und warum? Für alles einkaufen. Ah. Und Immobilien zu machen. Das habe ich gemerkt, wenn ich war in Berlin. Und ich war dort. Sehr viele Westler sind gekommen. Wo können wir nutzen die Möglichkeit? Ja. Und sie haben die Möglichkeit sehr gut benutzt. Ah ja, und da sieht man auch viele Menschen dahinter. Die sind ganz im Ja, sie möchten alle springen und einkaufen für nichts. Ja. Und, das und ich kenne mich und die andere Seite, sie sind gekommen für ihre 500 D-Mark zu bekommen. Jetzt, ich gehe ein bisschen weiter zu einem anderen Gemälde, genau dem, da wollte ich ankommen. Und das ist ein anderes Gemälde und da kann man den Mann, den guten Mann wiedererkennen. Es ist derselbe Figur. Dieselbe Figur, welche die human Potenzial, das Mensch kann alles. Ja. Und hier, dieses riesiges Hotel war bewegt 300 Meter. Ja. Von einer Seite von der Straße in die andere Seite von der Straße für das Nationalmuseum Platz zu machen, welches ist die andere Seite. Es ist die größte Platz von Wellington, Neuseeland-Hauptstadt. Ja. Und hier habe ich hier auf der Füße, da unten, ist der Nationalmuseum. Und da oben, schwarz, es ist der Museumhotel, die Gebäude hier. Ich erkläre in dieses Bild, wie man lässt Platz, weil es war die größere Gebäude in ganz Südhemisphäre, welche war bewegt. Ja. Und es gibt auch eine Maori-Legende, dass die Südinsel ist ein Fisch, ist ein Boot, wo Kupe der erste Maori war. Und er hat ausgehängt mit einer Schnur die Nordinsel. Oh. Und hat davon eine Insel gemacht. Und ich habe genutzt dieses Maori-Legende für erklären, wie man hat der Platz geändert. So, es ist ein typisches Weg, wie ich arbeite. Mit dem Mauerspringer, ich nutze Berlin, die Topografie, was man sieht, rumherum, für etwas erklären, aber mit dem Gefühl, was die Leute leben in dem Moment. Hier in Wellington, diese Bewegung von diesem riesigen Gebäude, alle Wellingtonier waren sehr stolz, dass es passiert. Ja. Sofern, ich habe benutzt eine Maori-Legende für ihre Erklärung, Bild zu schaffen. Könntest du ein bisschen noch von dieser Gegend um das Bild, um den Springer in Berlin erklären? In die andere Seite, es gibt der Spree und von hinter die Spree, es gibt der, Kreuzberg. Ja. Wenn ich habe das dort gemalt, ich bin erstmal weit gegangen zu sehen, was ich sehe von der anderen Seite von der Mauer. Wenn ich habe auch ein anderer Springer gemalt, Mauerspringer gemalt, in ein Hotelzimmer in Luisen Kunsthotel. Und das war eine wunderbare Idee, weil ich könnte die Parlament gucken. Ah. Und so habe ich auch der Waschmaschine oder die Berliner Parlament gemalt, aber alles wie in einem Spiegel. Ja. Wow.
Das, es ist immer, ich probiere nutzen die Räumlichkeit, was man, wie man, was man sieht von der anderen Seite. Wie hier in der Mover, ich habe gemalt die andere Seite, ich habe gar nicht geguckt, ich habe immer rückwärts geguckt, wie sieht aus die, die Museum. Ah, ja. Und hier sieht man, wie du gerade dein Wellington malst. Ja, weil es war, ich habe das in Wellington Winter gemalt, im Juni. Und hier in Wellington Winter, es ist so 10 bis 15 Grad und mit 120 bis 180 Winden. Wow. Insofern, es war sehr kalt, weil es gibt Wind aus der Südpol. Deswegen war ich ziemlich warm angezogen und ich habe Gummihandschuhe gehabt, aber unter die Gummihandschuhe habe ich warme Stoffhandschuhe gehabt, dass ich kann die, meine Hand in die Wasser stellen für auswaschen die, die Pinsel, aber mein Finger kann ich trotzdem bewegen. Und jetzt hier, ich sehe noch ein Bild und da war es. Es ist ein Bild. Es ist, es war ein Privat, ein Privatsammler. Und dieses Sammler in Auckland hat einen, hat zwei Sammlungen gehabt. Eine die größte Kunstsammlung aus Neuseeland und hat eine Muschelsammlung gehabt. Auch eine die wichtigste von der Südpazifik. Wow. Und ich, wir haben gesprochen, er hat gewünscht ein Mural von mir. Und ich habe gesagt, ja, was ich probiere, es ist immer reingehen in den Kopf von der, von die Leute. Probieren zu malen die Seele von den anderen. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich male dir Frauen, aber ihre Farbe muss aussehen wie die Muschel. Mhm. Und so, es ist ein Korridor Richtung Badezimmer und Dusche, ja, wo es gibt 50 Frauen. Ah. Das bedeutet, dass der liebe Mann sehr gerne Frauen hat? Er hat eine blonde Frau, ja, welche macht ihn 50 Mal in sein Herz. In seiner Geschichte, gut, ich spreche Deutsch, insofern er wird nicht verstehen, er hat damals vor dieser Frau geheiratet, die Topmodell von Neuseeland. Und es ist auch ein Andenken für sein Privatleben. Ja, wunderschön. Und, da war hier irgendjemand als Model? Hier habe ich ein Modell gefragt, zu posen. Okay. War, und bewusst ein Blondine, nicht ein Blondine, ein Brünettin. Weil so, sie ist nicht total so, aber sie hat dieselbe Haarfigur als die meiste von meinen Blondinen. Okay. Aber man sieht, wie groß es ist. Ja. Wow. Weil wenn man nimmt die Fotos nur mit ohne die Frau, man, man versteht nicht die Größe. Ja, wunderschön. Denn es gab ja, das ist sehr lustig. Das ist nein, die andere mit der vielleicht die Leute können kennen der sehr berühmte Hotel Adlon. Ja. Hotel Adlon, welche war die Hotel von wo Adolf Hitler so gern war und mit allen Nazis war. Sie haben Angst gehabt in Berlin. Sie waren meistens mal aus Süddeutschland. Mhm. Insofern, sie haben sich sehr wenig bewegt außerhalb von der Adlon Hotel. Mhm. Und ich war eingeladen in Adlon Hotel auch für andere Gründe. Sie haben eine Modeschau gemacht über mein Mauerspringer. Oh. Und das, ist, das war mein Mauerspringer-Kleid. Wow.
man kann sie von nah sehen. Ich habe die Model nicht ausgesucht. Ich habe sie unheimlich hässlich gefunden, aber für die Fotos sie ist perfekt. Naja. Es war sehr interessant, daran teilzunehmen, weil ich habe mir gar nicht vorgestellt, wie sie wählen aus die Modelle und was es ist. Es ist eine total andere Welt als der Kunstwelt. Vielleicht wir sehen, ich arbeite auch mit Modellen. Ja. Und vielleicht wir suchen eine total andere Art von Modellen als der Modeschau. Die Modeschau, ich denke, die meisten mögen nicht Frauen. Sie mögen mehr die Figuren. Ja. Und ich denke, die meisten Künstler, wenn sie arbeiten mit Modellen, Männer- oder Frauenmodell, wir suchen die Seele. Ja. Natürlich. Und nicht unbedingt der Figur. Ja. Insofern ist es eine total gegensätzliche Welt. Ein Stichwort. Ja, hier ist es ein Bild aus Budapest. Es ist der Széchenyi-Bad. Ja. Hier ist es ein Sommerbild. Mhm. Aber mein Lieblingsmoment in Széchenyi war mehr im Winter. Es gibt in Széchenyi, leider habe ich hier in Fotos nicht geschafft, die Skulpturen zu fotografieren. Manche Skulpturen sind auch draußen im Winter. Und wenn es gibt drauf Schnee, es ist wunderbar. Ja. Und man ist in warmes Wasser. Und ich habe eine ganze Berliner Reihe gemacht mit Badebildern. Mhm. Und aber es ist, von Ungarn inspiriert? Ich war von Ungarn inspiriert. Mein Großvater war Großweinverkäufer. Mhm. Er hat Tokaji verkauft bis die Vatikan. Oh ja, Tokaji-Wein, ich erinnere mich an den. Das ist und er war die fünfte größte Weinhändler von Ungarn vor dem Krieg. Und sie haben die ganze Geschäfte immer im Badeort organisiert. Ah. Hm. Und ich war regelmäßig im Badeort mit meiner Familie, mit der Großfamilie. Hm. Und ich habe noch die alten Fotos gesehen, das ist, sie haben sie immer im Badeort getroffen, ein bisschen wie die Römer, zu diskutieren oder Schach zu spielen. Hier, der ja, Mann spielt Schach. Schach, daran erinnere ich mich. Also, Ungarn bewegt. Ihr kennt hier dahinter, der Mann dort mit dieser typischen Sache, was er hat. In die Männerbad, man hat solche Art kleine Sexverstecker. Aha. Und das habe ich hier wieder gemacht in dieses Bild. Aber hier ist Ägypten und es ist ein Bild Schachspiel, aber es ist, ich denke, es ist ein Bild, welches spielt, arbeitet über Politik oder Vernichtung. Dahinter man sieht so Bilder über ein Löwe. Der Löwe symbolisiert immer der Macht. Ja. Hinter ägyptisches Säule. Und vor eine Frau, total vermagert, unter die Dusche, welche könnte über etwas anderes anspielen, über die Vernichtungslager. Mhm. Es ist, wie man, für manche, die Leben von den anderen ist nur ein Schachspiel. Ja, schade. Schade. Ich gehe dann ein Bild zurück, da sieht man ein bisschen lustigeres, aber man erkennt doch Schachboden. Ja, und hier wieder die Löwe sind unter die Füße. Und es ist eine Andenken bestimmt an der berühmte Bad aus Gerlert. Ja. Der Löwe unter den Füßen, was wolltest du damit sagen? Also da, wo die Frau geht unter in die Frau geht in die Wasser. Ja. Und dort, es gibt zwei Löwe dazwischen. Genau. Es ist wieder dieses Machtsymbol. Mhm. Und man weiß nicht, wo man geht. Das ist immer dieses Ängste zu sehen, nicht zu wissen, wo man geht.
Ich sehe da, da kommt auch die Brüste von einer Badende heraus. Ist das Anspielung an die Sexualität? Ja, ich habe, ich denke, in meiner meisten Arbeit, es gibt ein erotisches Komponent. Es gibt immer dieses Problem, dieses Andenken zwischen, zwischen Tod und Liebe. Ja. In die andere, es ist, sehr, es ist eine lustigere Arbeit, was, was, wo ich bin mit, mein, mit Anna zusammen. Das da? Nein, mit einer, das ist diese. Diese, es, ich habe das gemalt, es ist 11 Meter lang, wir haben das mit Anna zusammen gemalt. Mhm. Es ist eine Anspielung auf Rousseau, der berühmte französische Maler. Und warum Rousseau? Weil der Direktor of the Hotel hier, Lieblingsmaler ist Rousseau. Weil Rousseau war der erste europäische Maler, welcher hat gesagt im 19. Jahrhundert, dass der Kunst wird besser über See, weil die Licht ist schöner als in Europa. Okay. Und weil der Hotelbesitzer war Neuseeländer, er hat bestimmt über Neuseeland gedacht. Mhm. Und er hat gesagt, ich suche einen Neuseeländer, welcher könnte mir ein Rousseau malen. Könntest du mir Rousseau malen? Ich sage, ja, aber nicht über schwarz. Weil dein Hotel ist schwarz. Ich musste die Farbe ändern. Und ich habe ein anderes Problem. Rousseau hat nie geschafft, einen schönen Frauen zu malen. Mhm. Und ich möchte mir nicht blamieren. Wenn ich kann die Frau malen, wie ich fühle, mehr griechisch, und ich kann meine Farbe nutzen, ich habe ihn gemacht. Ja, wunderschön. Ich, die Farben finde ich wunderschön, einmalig. Und so, es ist 3 Bilder von Rousseau zusammen. Ah ja, wow. Ich liebe es. Jetzt nochmal du mit Anna. Ja, hier, es war eine Öffnung über All in the Same Waka. Es ist ein sehr symbolisches Moment. Ja. Heute, wir sitzen alle eingesperrt mit der Coronavirus-Ängste. Ja. Waka ist die Maori-Boot. Mhm. Und wir könnten das übersetzen, wir sind alles in dieselbe Boot, vielleicht die ganze Menschheit. Ja. Und ich habe dieses Bilden arbeiten über diese Idee, dass sie, sehr viele verschiedene Menschen sind in dieselbe Boot. Dass man hat nicht unbedingt ausgewählt, mit wem man sitzt zusammen. Aber die meisten von uns wählen auch nicht aus unsere Kollegen oder Mitmenschen. Mhm. Aber man muss lernen, mit sie zu leben. Ja. Hier in Neuseeland zu malen, hat mir sehr, sehr viel Freiheit gegeben. Ja, es ist, wir haben gearbeitet über ein Projekt mit, wenn man hat richtig mal festgestellt, dass Gauguin in Neuseeland war. Ich habe ein Projekt gemacht, Neo-Gauguin. Gauguin in Aotearoa. Gauguin in Neuseeland. In Neuseeländisch. Und das, dieses Projekt hat unheimlich gefallen für ein chinesisches Galerist, welcher hat mir meine Arbeit präsentiert in Beijing auf der Biennale letztes August. Und wir haben hier für ihn vor China gemalt ein Projekt, wo ich musste die chinesische Element in die Pazifik reinzubringen. Und sie haben total recht, weil die Chinesen sind hier Minimum so lange her als die Europäer. Alle schwierige Arbeit war gemacht von den Chinesen. Auch in Samoa.
welche war eine deutsche Kolonie. Die Deutschen haben chinesische Arbeiter genommen, für die Arbeit zu leisten. Aber niemand hat über die Chinesen gesprochen. Man hat die schöne Wahine. Wahine ist die Maori oder Tahitianer Frauen gesprochen. Und die schöne Blumen in die Hals. Aber niemand hat gesprochen von den Leuten, welche haben die Arbeit geleistet. Und dieses Serie, welche hier hinter mich ist, es ist eine Serie, wo ich habe hier alle Art von Leute, welche machen die Pazifik zusammengebracht. Und total in unserer Links, hinter mich, ich habe umgeändert die Bilder von Déjeuner sur l'herbe, die Frühstück auf Gras von Manet, mit ein Déjeuner sur l'herbe, mit ein Chinesin über die Baum, mit der Wind von Wellington und mit Gauguin. Gauguin ist der Mann mit der langen Nase oder gebogenen Nase und man wiedererkennt mit dem roten Bart Van Gogh. Natürlich, ja. Das ist, wie Gauguin hätte eingeladen in Tahiti sein Kollege. Wow, wunderschön. Ich mag gern die Kunstgeschichte innerhalb von der Arbeit reinzubringen. Ja. Und auch der, hier dieses Tor, welches in das Zentrum. Es ist ein Maori-Tor und das ist, ich habe das ausgewählt, dieses Tor-Element, weil dieses Tor existiert auch in europäischer Kultur. Man macht also Türe seit Rom für verschiedene Beispiele. Es gibt der Turm auf Trajan, es gibt der Turm von Adrien, von alle dieses Ort, wo man hat gewonnen. Aber es existiert auch bei der chinesischen Kultur und es existiert auch bei der Maori-Kultur. Und es ist interessant, dass es gibt dieses, die Kulturen haben nichts zu tun mit den anderen, aber ähnliches Element existiert in verschiedenen menschlichen Kulturen. Was ist das für ein Bild mit einem Esel? Ja, das ist ein Bild der Zeit. Das ist ein Bild, welches habe ich in Berlin gemalt. Die Foto ist von war gemacht in die Ladengalerie, an die größte Galerie von Berlin. Und dieses Bild habe ich gemalt der Zeit. Es ist ein Bild von, weil es ist mehr ein religiöses Bild, welches hat zu tun mit der Prophezeiung, dass die Ende des Welt, dass Messias wird kommen auf den Esel und er kommt rein in der Jaffa-Tor in Jerusalem. Und hinter ihm wird spielen der König David, der Harpe. Und ich habe rechts gemacht, der Elias, wie habe ich selbst Elias getroffen, mit seiner Tati-Tüte. Tati ist ein Geschäft von Frankreich, also welche sieht aus wie ein Penner. Okay. Und man wiedererkennt hinter ihm der Quadriga und der Reichstag. Wow. Und auch, ich glaube, auf der Bild, man kann auch sehen, ich glaube, die Goldelse. Total oben links, der Goldelse. Die Berliner Elemente. Ah, okay. Wow. Es ist wieder eine Form von Including der Außerwelt in einer Art von fast phantasmagorisch. Man sagt auch in die Bibel, dass in der Ende der Zeit man wird hören die Trompeten. Insofern, es ist eine Mischung von Berlin und Endenzeit von der Bibel zusammen. Wow. Jetzt gehe ich noch zurück, oder? Das. Ja, hier, es ist wieder ein religiöses Bild und wie ich liebe diese Badezimmer, badende
Schwimmbäder. Ich habe die Glück gehabt, als Hauptkurator zu sein in in Meschulage, welche eine Gruppe, welche hat mich selbst begründet. 18 Jahre war ich Kurator in Berlin für diese Gruppe. Die erste jüdische Politik und Künstlergruppe. Ich habe sehr viele Ausstellungen für die jüdische Kulturtage organisiert. Und hier es ist in ein verlassene Schwimmbad in Berlin. Und es war Jakobs Leiter. Diese berühmte Szene, biblische Szene, wo Jakob kämpft mit die Engel und er gewinnt gegen die Engel, welche fehlt, und er muss Namen wechseln. Er heißt nicht mehr Jakob nachher, aber er heißt Israel. Und hinter ihm, es gibt ein sehr langes Bild von mir, welche war die Cyclus of Genesis. Mhm. Wo ich habe die Genesis-Geschichte, Genesis ist die Anfang der Bibel, aber mehr für Kunstgeschichte aufgebaut. In die Platz, so es gibt drin ganz es gibt drin auch Beispiele, die blaue Reiter oder verschiedene Elemente von der modernen Kunst. Ja. Ja, wie wir arbeiten zusammen. Ich mit der Mauerspringer. Ja. Und nun, was jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Was sind deine Pläne? Wir arbeiten zurzeit über, es war sehr merkwürdig. Wir haben fertig gemacht, so kleine Bilder für die Chinesen. Mhm. Kleine, es ist so über einen Meter, aber nicht riesige. Und nachher, wir arbeiten über die Zaune oder in Englisch Hedge, mhm. Dieses Art von Pflanzen, welche man schneidet, für schöne Formen zu geben, für Englisch Garten oder französische Garten, so, oder wo man hat so Labyrinthen gemacht. Und dieses Art von Pflanzen, habe ich gedacht, es ist ein bisschen wie unsere Erziehung. Mhm. Man probiert die Kinder lernen, dass er muss, sie muss höflich sein, muss glücklich in Schule gehen, rechtschreiben oder annehmen die Normen, was die Gesellschaft erwartet von ihnen. So habe ich, das war der Anfang des Idee. Aber wir haben mehr als wir haben jetzt 5 Bilder fertig. Und wenn wir haben ein bisschen von hinten geguckt, wir haben gesagt, ja, wir haben die Zone immer rumherum von die Leute gemacht. Mhm. Und sie sind richtig mal angesperrt. Ja. Und wir haben gemerkt, wir sind auch zurzeit angesperrt. Ja. Es ist sehr lustig, seit 6 Monaten wir arbeiten über Ansperrung. Wow, ja. Sofern ich möchte, dass dieses Zyklus ändern. Mhm. Ich habe Anna muss noch fertig malen. Eine, welche ist fast fertig. Ich glaube, morgen das wird fertig, wenn sie ein bisschen Mühe gibt. Und ich beginne an andere mit so 2 Frauen, welche sind eingesperrt rumherum in die Zaune und probieren mit ihren Rücken oder Füßen Platz zu machen. Aber in Yoga-Position, mhm. Weil alle probieren heute gesund sein und Yoga machen für ihren Geist und Körper, aber die Zäune fehlen über die Leute, ja. Die Außerzäune. Ja. Und es ist ein ziemlich interessantes View. Und nach dieses Yoga-Bild möchte ich eine Art von ich probiere, eine Antwort zu geben an Freude. Ich finde, Freude hat mit seinen 8 Bildern über der Maler Freude. Ah, okay. Er hat sehr viele 8
Bilder gemalt, wo man sieht, aber ich probiere seine Arbeit umformulieren in andere Weise. Ich glaube, man brauchte, er ist nicht genug, ich finde, er hat Angst vor Sensualität. Ich denke, man könnte mehr tiefer gehen, man sein eigenes Schatten zu zeigen, wie, aber nicht Angst haben von Sensualität. Ich glaube, mit dieser Art von Welt, was man lebt zurzeit, man braucht Sensualität, wenn man hat keine Sensualität, man überlebt nicht. Ja, genau. Man überlebt nur mit Liebe. Ja. Vielen Dank für sehr interessantes Gespräch und Darstellung, wer du bist, wie du die Welt siehst und wo du deinen Platz in dieser Welt findest. Zurzeit, ich finde meinen Platz sehr glücklich hier in Neuseeland. Ich glaube, es ist besser, hier zu sein in dieser Zeit, als jetzt in Italien. Ja. Auch wenn ich Italien sehr, sehr liebe. Aber ich denke, was ich höre von meiner Familie dort, sie haben richtig mal Angst. Und hier die Bedienung oder wie es geht, es gibt weniger Menschen. Und sofern es ist nicht so gefährlich. Ja. Auch leider hier wird bald die Winter kommen und es wird kalt. Und ich mag besser im Sommer in Europa zu sein. Ach. Liebe Grüße auf der anderen Seite. Ich hoffe, ihr werdet auch bald frei zu sein und wieder die Sonne genießen können. Darf ich dich noch einen Satz fragen? Was würdest du raten Menschen, die deren Herz folgen wollen, aber sich nicht wagen? Sie soll, ich glaube, man hat nur ein Leben. Mhm. Und wenn man nicht macht, was man wünscht, die Leben geht schneller, als man denkt. Ja. Und warum leben ein Leben? Weil es ist nicht unser Leben. Ja. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Und ich bedanke mich herzlich. Wenn du noch was sagen möchtest, bist du natürlich willkommen. Oder wir machen ein anderes Interview, wenn du Zeit hast. Ja, ich hoffe ein anderes Mal auch mit Anna. Sehr gerne. Ich bedanke mich und ich wünsche dir viel Kraft, viele Inspirationen und alles Liebe, auch für deine Familie. Alles Beste. Tschüss.